geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Sponsorinnen und Sponsoren, liebe Freunde des Teams, liebe Familien der Mitglieder und natürlich auch alle, die live beim Livestream dabei sind. Es freut mich sehr, Sie endlich beim Rollout des von Tailwind Racing 2022 willkommen heißen zu dürfen. Wer bin ich? Mein Name ist Marco Pattel. Ich bin bei Tailwind Racing für das Eventmanagement zuständig und ich werde Sie heute ein bisschen durch diesen spannenden Abend führen. Als erstes möchte ich einmal ein bisschen mich umschauen und sehen, was ist das nicht für eine coole Location? Ich weiß, es tut mir leid, wir haben jetzt gedämmt. Sie können nicht mehr nach draußen schauen, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden am Abend noch genug Zeit haben, den Sonnenuntergang in diese Richtung über die Stadt Wien zu sehen. Und es freut uns wirklich sehr, endlich wieder hier zu sein. Das letzte Rollout in To The Sky ist mittlerweile 3 Jahre her. Das letzte Rollout konnten wir Corona-bedingt nur an der frischen Luft abhalten. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar Leute, die vor 3 Jahren schon da waren. Und wenn die sich umschauen, ich glaube, das Erste, was sie merken werden, es ist irgendwie eng geworden. Also es sind so viele Leute hier, das Team, man sieht es hier, es ist unglaublich gewachsen. Wir sind sehr stolz, mittlerweile ein Team von 96 Mitgliedern unser Team nennen zu dürfen. Und noch stolzer sind wir bei dem Rollout, dass unsere ganze Saison zusammenfasst, knapp 200 Gäste hier willkommen heißen zu dürfen. Was uns noch stolzer macht, ist, dass von diesen 200 Gästen mehr als 70 Sponsorinnen und Sponsoren gekommen sind. Und wenn wir jetzt beim Stichwort Sponsorinnen und Sponsoren sind, ohne die wäre das alles nicht möglich. Alles, was Sie hier sehen, alle Leute, die hier stehen, die wären nicht da, wenn wir keine Sponsoren hätten. Und deswegen möchte ich Sie bitte um den allergrößten Applaus, den Sie je gegeben haben, bitten für alle Sponsorinnen und Sponsoren, ob Sie hier sind, ob Sie im Livestream mit zuschauen, ob Sie gerade vielleicht an einem unserer Teile arbeiten, bitte den größtmöglichen Applaus für alle, die uns unterstützt haben. Ja, worum geht es heute? Ich glaube, Sie wissen das alle. Sie wollen die Ersten sein, die das Auto von Tailwind Racing 2022 sehen. Sie wollen die Ersten sein, die unseren Edge 13 sehen. Hier ist er. Er ist noch zugedeckt, weil das Ganze, das braucht ein bisschen einen Aufbau. Und für diesen Aufbau möchten wir zuerst ein paar Special Guests auf die Bühne bitten, die uns ein bisschen erzählen werden, wie man das Team so von außen oder von innen mitbekommen kann. Wir werden mit unseren technischen Leitern über die vergangene Saison reden oder über die jetzige Saison reden. Und zum Schluss darf ich doch unserer Teamkapitänin das Wort übergeben. Und dann ist es soweit. Dann werden Sie ihn sehen. Aber bevor wir jetzt zum eigentlichen Programm kommen, zum Programm dieser Saison, möchte ich noch ein bisschen zurückschauen. Und zwar auf die vergangene Saison. Die Saison des Edge 12, der Edge 12, den sehen Sie übrigens da drüben, das war keine normale Saison. Ich meine, ich glaube, Sie wissen alle, die letzten 2 Jahre sind auf der ganzen Welt anders abgelaufen und das war bei der Formula Student genauso. Es gab im Sommer 2020 keine Bewerbe. Das ganze Auto wurde in der schlimmsten Corona-Phase gefertigt mit Lockdowns. Es war unglaublich schwer, überhaupt an dem Auto arbeiten zu dürfen. Und Sie wissen, wir wollen an dem Auto arbeiten, wir wollen, dass es fertig wird. Und somit hat diese Saison eigentlich 2 Jahre gedauert. Und wenn man sich das Auto jetzt anschaut, dann sieht man ihm eigentlich gar nicht an, dass es in diesen 2 Jahren mehr als 900 Kilometer zurückgelegt hat. Also wer sagt, dass man mit unseren Autos nicht weit kommt, das ist der Beweis, dass es
gegenteils. Und jetzt habe ich schon gesagt, im Sommer 2020 hat es keine Bewerber gegeben. Und im Sommer 2021 hat sich dann das Team gedacht, aber jetzt haben wir richtig rein. Wir sind zum ersten Mal in der Geschichte von Theogen Racing auf 5 Bewerber gefahren. Wir haben angefangen mit FS Easter in Ungarn, sind dann ein bisschen in den Norden gefahren, zu FS Netherlands, zurück in unsere Heimat an den Red Bull Ring, zur FS Austria, dann zum größten, prestigeträchtigsten Event in Europa, zu FS Germany und dann noch zu einem grandiosen Abschluss in FS Alpe Adria in Kroatien. Und wir sind nicht nur dort gewesen, sondern wir haben auch diese Bewerbe gerockt, darf ich sagen. Das war eine der erfolgreichsten Saisonen von Theogen Racing jemals. Und Sie haben es vielleicht schon beim Hereinkommen gesehen, es ist auch einiges dabei rausgekommen. Zum Beispiel 3. Platz im Skidbet in FS Alpe Adria und Engineering Design ebenfalls in FS Alpe Adria. Auch einige 2. Plätze hat es gegeben, zum Beispiel im Businessplan in Ungarn und in Österreich, in der Efficiency in Deutschland und in Kroatien haben wir die Acceleration und Autocross mit einem 2. Platz beendet. So ein paar Pokale im Blick. Jetzt habe ich wohl zu viel Spannung aufgebaut. Es kommt nicht noch das Beste zum Schluss. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben in dieser letzten Saison 2 erste Plätze bekommen, und zwar für unseren Cost Report in FS Easter und für unseren Businessplan in FS Alpe Adria. Jetzt haben Sie schon viel geklatscht, aber ich möchte noch einmal dazu sagen, dieses Auto, das ist 2 Jahre lang so souverän gefahren, es ist so zuverlässig gefahren. Die Saison war sicher eine harte, und bevor wir jetzt weitergehen in die Saison des Edge 13, finde ich, dass alle Mitglieder und alle, die mitgeholfen haben, den Edge 12 so zu dem zu machen, was er jetzt ist, nochmal einen richtig kräftigen Applaus verdient haben. Jetzt haben Sie Sachen gehört wie Businessplan, Engineering Design, Cost Report, und jetzt denken Sie vielleicht, ja, fahren die mit dem Auto überhaupt oder stehen die dann vorne und präsentieren irgendwas? Und ja, wir fahren mit dem Auto, aber der organisatorische Teil und der Präsentationsteil ist sehr wichtig bei der Formula Student, ist ein großer Teil des Bewerbes, und wir freuen uns sehr, dass wir einen Sponsoren haben, der uns schon seit Jahren tatkräftig unterstützt bei der Vorbereitung und auch bei der Organisation in unserem Team. Sie sind eines der größten unabhängigen Unternehmensberatungen in Österreich. Sie unterstützen uns bei allen statischen Bewerben, und ich freue mich sehr, von EFS Consulting Maximilian Mastik bei uns auf die Bühne zu bitten. Bitte ein großes Applaus. Lieber Max, jetzt ist es schon 4 Jahre her, dass du uns unterstützt. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, anzufangen. Was waren so deine ersten Eindrücke von unserem Team? Ja, also erstmal vielen Dank, heute hier sein zu dürfen. Die ersten Eindrücke, und das ist ein großes Glück, dass ich heute hier stehen darf, die hatte ich damals selbst persönlich auch erleben dürfen, als wir euch besucht haben in der Werkstatt in St. Marx. Und ich weiß es noch sehr genau, es waren 2 Dinge, die wir da mitgenommen haben. Das sind coole Leute, die an diesem Thema mit voller Begeisterung arbeiten, also die Personen, das Team, das da dabei war. Und was uns vor allem überrascht hat, nachdem wir ja auch viel in der Fahrzeugindustrie unterwegs sind, mit welcher Eigenleistungstiefe ihr hier unterwegs seid. Das ist weit weg davon, hier nur Teile zusammenzuschustern, sondern das geht ganz tief in die Materie hinein. Und diese beiden Dinge miteinander vereint, nämlich das Team, die Technologie, die Faszination für Technik, das hat uns begeistert und hat uns darin bestärkt, diesen Weg mit dem Team zu gehen. Nein, es war mich sehr, dass ich das gemacht habe.
Jetzt arbeitet EFS Consulting ja mit ganz vielen verschiedenen Organisationen und Firmen weltweit zusammen. Gibt es da vielleicht Punkte, in denen man die Zusammenarbeit mit Turbine Racing mit anderen Organisationen und Firmen vergleichen kann? Also auch da ein Aspekt, den ich herausgreifen möchte. Wir haben uns am Anfang natürlich die Frage gestellt, wenn man sich diese sehr prominente Sponsorenliste anschaut, was kann ein Unternehmens- und Beratung einem Team wie euch beitragen, wo es doch sehr stark um das Thema Technologie geht. Wir haben aber gerade im Vortrag und auch in dem Review der letzten Jahre gesehen, dass es nicht nur um das Fahren geht, sondern dass es eben auch um weitere Bewerbe geht. Und hier festgestellt, wie man mit euch gemeinsam auf Augenhöhe an Themen wie Cost Report, an Business Plan und Ähnlichem zusammenarbeiten kann, hier gemeinsam Ideen auf den Tisch legt, diese Ideen gemeinsam reibt und sich überlegt, wo kann man diese Ideen noch hintragen. Aus unserem Methodenbaukasten Dinge euch mit hineingeben, eure Ideen mit unseren Ansätzen entsprechend zu komplementär zu machen und dann auch in eure Bewerbe hineinzutragen. Das hat gut funktioniert, das hat auch bei uns viel Freude gemacht, der Austausch hat Freude gemacht. Und deswegen 4 Jahre. Danke. Jetzt haben in den letzten 4 Jahren Zusammenarbeit einige unserer Mitglieder oder Alumni ein Praktikum bei euch machen können oder arbeiten jetzt möglicherweise sogar Vollzeit bei euch. Und das heißt, ihr habt ein bisschen mitbekommen, wie die so sind dann in der Arbeitswelt. Was glaubst du, haben ehemalige Mitglieder von TV Racing später in der Zukunft einen Vorteil? Das würde ich auf jeden Fall bestätigen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist natürlich der Sprung in EFS hinein schon mal ein Stück weit gemacht. Dadurch, dass wir uns schon kennengelernt haben, dadurch, dass wir wissen, worauf oder auf wen wir uns in vielen Aspekten an dieser Stelle einlassen, haben wir natürlich auch unsere Eingangskriterien entsprechend angepasst. Also vom TV Racing Team zu kommen, ist schon mal eine sehr gute Visitenkarte, um hier hineinzusteigen. Und der Erfolg gibt uns und euch an dieser Stelle recht. Ich habe heute schon einige meiner EFS-Kollegen auch hier als eure Kollegen wieder getroffen. Das freut mich ganz besonders, dass dieses Modell ein Erfolgsmodell ist, dass wir mittlerweile schon so viele Kollegen bei uns in den Teams haben. Deswegen möchte ich heute hier die Einladung aussprechen, dem Folge zu leisten und auch entsprechend den Weg in Richtung EFS zu belegen. Es gibt nicht mehr viel Automotive in Wien, aber TOW Racing, EFS und natürlich noch ein paar andere weltbekannte Unternehmen sind hier. Ich denke, hier gilt es, Joint Forces zu machen, sich miteinander zu treffen und auszutauschen. Bevor ich dich jetzt wieder zurücklasse, möchte ich dich bitten, hast du vielleicht noch ein paar Worte über die Zusammenarbeit, die du an das ganze Team von TOW Racing erwähnen möchtest? Ja, sehr gerne. Also, liebes Team, erst einmal freut es mich wahnsinnig, dass es immer mehr Damen auch in dieser Runde gibt. Das ist, als wir vor 3 Jahren das letzte Mal hier waren, schon wesentlich mehr geworden. Also herzliche Gratulation dazu. Ich denke, da kann man nicht genug supporten und unterstützen. Das freut mich sehr. Und einen Quervergleich möchte ich ziehen. Der Claim von EFS ist Real People, Real Business. Und wenn ich hier im Raum stehe und sage, hier steht Real Business, hier stehen Real People, alles richtig gemacht. Ich freue mich sehr. Danke euch. Vielen Dank nochmal. Der 30. März 2022, das war für TOW Racing ein ganz besonderer Tag. Was war das für ein Tag? An dem Tag sind wir 15 Jahre alt geworden. Vor mehr als 15 Jahren, dadurch, dass wir nicht mehr im März sind, haben sich einige Leute zusammengeschlossen und sich einfach gedacht, wäre es nicht cool, wenn wir ein Rennauto bauen würden. Und diese Leute sind der Grund, warum wir jetzt alle hier sind, warum vor allem die Mitglieder hier sind. Ohne die würde das alles nicht funktioniert haben, ohne die wäre das alles nicht entstanden, ohne den Mut, den sie gehabt haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir zwei der Gründer des damaligen Teams, die das alles vor 15 Jahren begonnen haben, jetzt auf die Bühne nehmen können. Einen großen Applaus bitte für Michael Schweiger und Michael Dallinger zusammen. Liebe Michis, wenn ich das so sagen darf, ihr wart schon im März oder im April, denke ich, bei uns für ein kleines Interview, wo ihr uns schon erzählt habt, wie das damals am Anfang war. Und da habt ihr ein bisschen mitbekommen, wie es mittlerweile bei uns im Team läuft.
Michi, jetzt darf ich dich fragen, was glaubst du, hat sich am meisten geändert von Anfang? Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich komme dann alle hier. Zu deiner Frage, technologisch hat das ganze Thema einen riesigen Sprung gemacht. Wir haben damals angefangen mit Verbrennungsmotoren, das war damals noch nicht verpönt, dass man Kohlenwasserstoff verbrennt. Heutzutage ist das leider ein bisschen anders. Technologisch ist das ein ganz, ganz anderes Thema. Wir haben damals einen KTM-Rumpfmotor bekommen, den haben wir umgesprochen, eine Einspritzung verbaut, eine Auspuffanlage und dann sind wir mitgefahren. War trotzdem eine große Aufgabe für uns, ein Riesenprojekt. Heute sind wir an einem Punkt angelangt, wo man eigene Motoren entwickeln muss, Elektromotoren, bis ins kleinste Detail. Da gibt es keine Zulieferteile mehr, das ist eigene Entwicklungen, eigene Lager, eigene Kühlungen. Und anderes Beispiel vielleicht noch, damals hat man eine einfache Carbonbox genommen, das war dann der Tank. Heute ist man bei einem Akku-Pack mit einer eigenen Logik dahinter und gekühlt und auch wieder um das Carbon. Also da schließt sich der Kreis ein bisschen, allerdings technologisch sind wir da ganz woanders, Gott sei Dank. Michi, vielleicht noch von dir irgendwelche Ergänzungen? Ja, also ich schließe mich genau dem an. Also es war bei dem Besuch eben unglaublich toll, so viele Leute sehen, die halt da wirklich ganz motiviert dabei sind. Und so tief drinnen in der Materie, dass sie halt richtig explodieren von Freude, wenn man halt sich fragt, was sie da machen. Und also wirklich ganz toll. Ich würde sagen, also wir sind zwar eben vielleicht eine Gründer, aber ich glaube vielleicht, wäre vielleicht ohne, dass das Blog auch entstanden ist, vielleicht nicht so arg. Du weißt, irgendwann hätte sich sicher irgendwer gefunden, wer das wieder macht. Wahrscheinlich, hoffentlich. Und genau, also nochmal vielen Dank Ihnen, hier sprechen zu dürfen. Das ist eben etwas, auch ein bisschen emotional, weil es wirklich etwas Tolles ist, eben zu sehen, wie das alles gewachsen ist. Eben. Muss ich mir vorstellen, wir waren eben damals, ich glaube, vielleicht 4, 5 Leute, die ganz mal vielleicht das auf die Beine gestellt haben. Und es wurden halt immer mehr. Und das hat sich anscheinend eben jedes Jahr wiederholt. Also die Architekten und das Auftrag und das Team und so weiter. War also wirklich was ganz was Tolles. Ja. Ihr habt uns ja schon erzählt, eben beim Interview, wie schwierig es war, sein Team von Null aufzustellen. Da stelle ich mir die Frage, wie hat sie es geschafft, die richtigen Mitglieder zu finden und was haben die ins Team mitbringen müssen? Mit Mitgliedern wäre gut gewesen, eben noch mehr Mitglieder. Also weil es mit so wenige waren. Einfach einen gewissen Spirit und halt eine Moderation und im Prinzip eben ein bisschen Battlehead tun, also wollte ich ein bisschen mit der Materie quasi identifizieren können und das war damals eigentlich der Schlussgrund. Michi, von dir nach irgendwelchen damals hat man nehmen müssen, was man bekommen hat, weil das Thema noch nicht so präsent war. Und, es war, wie man mir gesagt hat, es waren am Anfang wenige Leute, es ist eine Handvoll Leute, die das Thema aufgezogen haben. Und man muss sich das so vorstellen, man hat ja noch nicht zu präsentieren. Heute ist es vielleicht ein bisschen einfacher, man kann das Auto herstellen. Und da gibt man eine Idee, was vielleicht, was ich da selber beitragen könnte zu dem Thema als möglicher Kandidat. Damals war es halt einfach ein Blatt Papier mit einer Skizze von einem Auto. Ja. Jetzt ist es bei Tuning Racing, so wie bei allen anderen Racing-Teams so, man wächst sehr langsam heraus. Man bleibt sehr lange in diesem Spirit drinnen und ich bin mir sicher, ihr habt unglaublich viele Erlebnisse, die ihr mit dem Team verbindet. Aber Michi, kannst du vielleicht ein, zwei rauspicken, die wirklich sich am meisten eingeprägt haben in dein Gedächtnis? Ja, eine spezielle Situation ist mir lange im Gedächtnis geblieben. Erstes Jahr Silverstone, erstes Rennen. Wir haben damals versucht, ein sehr hübsches Auto zu bauen. Wir haben da die Hilfe der Angewandten bekommen, die uns das Design gemacht haben. Und Leichtbau war damals schon ein großes Thema, allerdings damals noch mit einem Stahlgitterrahmen.
haben es aber trotzdem geschafft, das erste Auto auf 190 Kilogramm zu bringen, was damals ein sehr, sehr gutes Gewicht war, wo andere Erstjahresteams so um die 300, 350 Kilogramm Autos gebaut haben. Und wir sind dann zum ersten Bewerb nach Silverstone gefahren, haben das Auto dort ausgeladen. Das war damals noch sehr unbekannt in der Szene. Und es hat sich dann eine Menschentraube gebildet und es war sehr, sehr viel Staunen und Unglaubwürdigkeit eigentlich auch dabei, dass wir das als Erstjahresteam so ein Auto hingestellt haben und vor allem mit dem Gewicht, das hat uns keiner abgenommen. Also wir sind dann sogar externe Hilfe unterstellt worden bei einem offiziellen Bewerb dann, was nicht so war. Das ist ja ein gutes Zeichen, dass das falsch gelaufen ist. Wir sind allerdings dann auch mit dem Best Engineered Car Award bei dem ersten Rennen dort gewonnen worden. Michi. Michi, vielleicht von dir noch. Also ich habe die große Ehre, die Geschichte zu erzählen, die ich glaube, jeder erzählen will. Wer es falsch hat, wird nicht das erzählen. Das ist die Geschichte vom Noise Test. Also wir haben es eigentlich eher als neues Crowd-Test ausgelegt. Gerade im ersten Jahr, also muss ich vorstellen, wir hatten eben den Einzylinder KTM-Motor, der halt aufgeladen war, genau. Und mit Lio der Nobel gegeben wurde, das war ein richtig aggressiver Kleingiftswerk. Also dieses Ding, also wir haben also vor jedem Rennen mit eben eine technische Abnahme, einen Testpoint und ein neues Test. Wir müssen quasi einen gewissen Geräuschpegel nicht überschreiten und diese Prüfung ist halt bei einem Jahr auch. Das heißt, ist eigentlich ein sehr angenehmer Zustand für den Motor. Und die Grenze sogar bei 109 dB, wenn es falsch passiert, bei 109 dB war die Grenze und wir waren drüber. So also, richtig in den Fall. Unter Last, ja, also halbwegs. Und wir haben halt dann Maßnahmen ergreifen müssen, weil der Prüfer halt mit dem Mikrofon zum Ausflug gegangen ist. Und da haben wir festgestellt, okay, ist zu laut. Und dann haben wir nachbessern müssen in der Box und haben halt den Auspuff halt Tape-Rolle, also mit Watte gestopft und damit es ein bisschen leiser ist. Und man muss sozusagen, also bei dem ersten Test hat der Prüfer schon ein bisschen Augenwärme gehabt von 4 zu 0. Und beim zweiten Mal sind noch die Wattebausche ins Ziel. Und dann okay, jetzt passt. Genau, das ist absolut. Da ist auch eine Limited Edition noch rausgekommen von T-Shirts. Wir haben es leider nicht geschafft, das mitzunehmen. Wir haben es daheim. Und zwar steht da eben auf dem 104 B und ist ja der Ausdruck oder der Motor halt abgebildet. Und das war damals eine kleine Teamkleidung. Das sind auch so kleine Sachen. Und also dieses Erlebnis war ein sehr prägendes Erlebnis. Hat quasi Geschichte geschrieben für das ganze Team, für die ersten 3-4 Jahre zumindest. Und im Zuge eben der Identifizierung vom Antriebsstrang ist dieses Problem für dich quasi leider gelöst. Die heutigen Autos sind leider nicht mehr so laut. Ja, vielen Dank, ich bin mir sicher, das war. Jetzt ist es so, die Mitglieder, die neu dazukommen ins Team, und das war auch bei mir so, ich bin erst seit einem Jahr im Team, die wissen am Anfang ist man ein bisschen nervös, man denkt sich so, ja, schaffe ich das alles? Und man denkt sich so, passe ich wirklich dahin? Gibt es vielleicht eine Sache, Michi, die du allen zukünftigen Mitgliedern am Weg ins Team mitgeben möchtest? Ja, also einfach machen und ausprobieren, dabei sein und Spaß haben. Nur der Tipp von dir vielleicht noch nicht ein paar Tipps. Ja, genießt die Zeit, saugt alles auf an Informationen, an Freundschaft, an was auch immer. Jetzt noch Jahre später darüber bei einem oder anderen sprechen. Also ich hoffe, alle haben das gehört, alle jungen Studierenden vielleicht. Traut es euch, wir freuen uns sehr über neue Mitglieder. Dann einfach bitte
das Z merken, indem man kapiert, weil das war im selben Zelt aufwacht, wo man eingeschlagen ist. Aber gut, okay. Bevor ich mich jetzt entlassen kann, möchte ich eine Frage stellen. Die haben wir euch schon mal gestellt beim Interview, aber die Antwort hat uns so gefallen, dass ich sie jetzt vor diesem Publikum nochmal stellen möchte. Ich weiß nicht mehr genau, wer die Antwort gegeben hat, aber die Frage war, wie würdest du das Team in 3 Worten beschreiben? Ein geiles Team. Teamgründer Michael Dallinger Zapp und Michael Schweiger. Wenn Sie Interesse haben, vielleicht mehr über die Geschichte des Teams zu erfahren, über die Anfänge des Teams, kann ich Ihnen allen empfehlen, das 15-Jahre-Video auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Da ist wirklich alles, Sie erklären wirklich alles, wie das angefangen hat. Ja, TUV Racing, ich glaube, der Name ist Programm, wir machen Racing und dann ist dann noch TUV. Wir sagen zwar immer, wir sind ein eigenständiger Verein, bei uns machen Mitglieder von allen Universitäten und Fachhochschulen nichts mit, aber ein großer Teil unseres Herzens ist und bleibt einfach bei der Theorie. Und deswegen freue ich mich sehr, unseren Faculty Advisor und unsere Ansprechperson für alles, was Universität betrifft, Professor Manfred Gartner, auf die Bühne. Jetzt schon seit einigen Jahren die Schnittstelle zwischen TUV Racing und der TUV. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das damals angefangen hat? Wie sind Sie dazu gekommen und warum sind Sie dazu gekommen, das Team zu betreuen? Ja, danke, ich kann mich sehr gut erinnern, aber vorher noch möchte ich mich daran bedanken, was ihr in all den letzten Jahren geleistet habt. Und wenn ich mich da umschaue, das ist sensationell, wie viele Leute gekommen sind zum Rollout, wie groß das Team ist. Wirklich tolle Leistung. Jo, 2007 hat das angefangen, wir haben schon gehört mit den Gründungsmitgliedern. Das war damals so, dass im Prinzip mein damaliger Chef, Professor Detlef Gerhardt, als Fachbereichsleiter der virtuellen Produktentwicklung, dann dieses Team an der TU selbst etabliert hat auch. Dazu muss man auch sagen, Faculty Advisor, was bedeutet das? Faculty Advisor heißt jetzt nicht, dass man viel mitarbeitet im Team, nämlich eigentlich gar nicht, die sind wirklich ein eigenständiger Verein. Müssen sich um alles, um Finanzierung, um wirklich alles selbst kümmern. Das Einzige, was die TU Wien hier zur Verfügung stellt, ist Infrastruktur. Das heißt, es geht darum, dass die Halle, wo die Fertigung stattfindet, Netzwerkanschlüsse, IT-Infrastruktur, das wir zur Verfügung stellen. Wir haben auch einige Male von den CAD-Sälen ausgemusterte Rechner zur Verfügung stellen können, die dann beim Team doch noch ihren Dienst tun. CAD-Software, ähnliche Dinge, aber praktisch nur Infrastruktur. Alles andere muss sich das Team selber kümmern. Und Faculty Advisor bedeutete damals auch noch, dass man zu einem Team, zu den Bewerben als Faculty Advisor mit dem Team anreisen musste. Und als es 2007 wurde das Team gegründet, 2008 waren die ersten Bewerber dann. Und da war der Professor Gerhard dort bei den Bewerben. Und 2009 hat er dann auch schnell gemerkt, dass ihm das irgendwie im Aufwand zu viel wird, weil eben andere Sachen auch noch zu tun sind. Und nachdem ich ja das Team auch schon ein bisschen mit Fragestellungen mitbegleitet hat damals, weil wir bei uns im Büro praktisch einen Raum als Teamraum auch zur Verfügung gestellt haben zur Teamgründung und da sind die Teamleute immer zusammengesessen, haben diskutiert, so bin ich mit dem auch schon in Kontakt gekommen, hat er mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte als Faculty Advisor und ich war von Anfang an nicht begeistert dabei, nachdem ein bisschen mein Herz auch für Automotive und Motorsport brennt, sage ich mal so. Jo, und dann war das 2009, also seit 2009 bin ich dann offiziell Faculty Advisor vom Team und seither betreue ich das sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Jetzt betreuen Sie auch viele Arbeiten, die bei uns im Team geschrieben werden, seien es jetzt Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, und da bekommen Sie natürlich mit, an was bei uns im Team gearbeitet wird, woran geforscht wird. Und da stelle ich Ihnen die Frage, glauben Sie möglicherweise, dass die technischen Entwicklungen, die im Team entstehen, möglicherweise den Fortschritt im
Bereich möglicherweise Elektromobilität vorantreiben könnten? Ja, sicher. Nicht direkt. Also ich glaube nicht, dass viele Entwicklungen direkt vom Team jetzt in die Marken sozusagen, in die Massenfertigung gehen wird oder gehen kann. Aber was auf jeden Fall da ist, ist Wissenstransfer. Das heißt, was das Team sich hier Know-how aufbaut, nämlich nicht das Team im Ganzen, sondern die Teammitglieder, was sie an Umgang mit neuesten Technologien, neuesten Materialien hier lernen, das tragen sie hinaus in die Wirtschaft. Das heißt, sie kommen dann zu den Betrieben hin, wo dann eben Massenfertigung passieren wird, und dort werden die neuesten Entwicklungen dann auch umgesetzt, die sie entwickeln. Also da bin ich überzeugt davon, aber nicht so direkt als Teile oder Teilentwicklung vom Fahrzeug in die Serie, aber über Wissenstransfer. Ja, ich glaube auch, dass der Wissenstransfer bei uns im Team ganz wichtig ist. Und das heißt, der Wissenstransfer könnte möglicherweise ein Grund sein, prinzipiell alle wissen, bei Tailwind Racing mitzumachen, das ist eine ordentliche Aufgabe, die kostet Zeit. Trotzdem, würden Sie es Studierenden empfehlen, beim Team mitzumachen, und wenn ja, warum? Selbstverständlich. Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, wenn ich mit Studierenden diskutiere. Wenn man zum Beispiel bei den Vorlesungen stellt mir das Team vor, erzählt, was ihr macht, und dann fragen mich hinterher Studierende, ist das nicht ein Jahr verlorenes Studium? Oder wenn man länger dabei ist, 2 Jahre verlorenes Studium? Sage ich, nein, das sind nicht 2 verlorene Jahre, sondern 2 gewonnene Jahre. Was Sie hier im Team an Kontakten in die Industrie, über die Sponsoren, Networking mitnehmen über die 2 Jahre. Nicht nur das, das ganze Projektmanagement, Arbeiten unter höchstem Zeitdruck und trotzdem das Projekt zum rechtzeitigen Termin fertigzustellen. Sie haben es auch schon angesprochen, die Vorredner, es geht nicht nur darum, technisch bilanz zu sein, es geht darum, einen Businessplan aufzustellen, Kostenrechnung zu machen. All das, was Sie hier lernen, in der Praxis lernen, können wir im Studium in der Tiefe nicht beibringen, und die Firmen oder die Rekruter erwarten ja eigentlich immer, dass der Student, der fertig wird, bereits 2 Jahre auch im Beruf gearbeitet hat, um das Ganze mitzubringen. Und die hier im Team mitarbeiten, das sind genau die Studierenden, die diese 2 Jahre Berufspraxis mit haben. Also unbedingt. Jetzt darf ich die Frage zurückstellen. Sie haben gesagt, Sie finden es toll mitzumachen. Wenn es so ein Team zu Ihrer Studienzeit gegeben hätte, glauben Sie, hätten Sie mitgemacht? Unbedingt. Das ist keine Frage, sonst wäre ich jetzt nicht noch Faculty Advisor. Ja, ganz klar. Es hat damals auch nicht im Studienplan jetzt nicht diese Module gegeben, wie das heute der Fall ist. Und wir hatten aber 4 Studienzweige. Der allgemeine Maschinenbau, Schiffstechnik war auch noch dabei und Verkehrstechnik. Natürlich habe ich mich für Verkehrstechnik entschieden in meinem Studium. Und selbstverständlich wäre ich bei so einem Team beigetreten. Allerdings ist dann die Frage, ob ich heute hier als Faculty Advisor stehen würde. Weil vielleicht hätten mich dann die Industriekontakte auch gleich aufgesogen und ich wäre irgendwo in einem Rating heute als Entwickler, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Wäre auch nicht schlimm, oder? Nein, wäre auch nicht schlimm. Okay, dann einen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Nochmal ein großer Applaus für Frau Hessler. Jetzt haben wir über die Vergangenheit geredet, wir haben über letzte Saison geredet, wir haben noch weiter in die Vergangenheit geschaut. Wir haben ein bisschen mitbekommen, wie man das Team von außen so mitbekommt oder damals von innen mitbekommen hat. Jetzt wird es Zeit, dass wir endlich über die letzte Saison reden. Und da freue ich mich, dass ich unsere 2 technischen Leiter auf die Bühne bitten darf, und zwar Fabio Gabriel und Christoph Neuwirth. Jetzt stehen wir da vor den ganzen Leuten, jetzt präsentieren wir es gleich der ganzen Welt. Wie fühlt sich das an? Natürlich, das Erste, was uns einfällt, ist natürlich der Riesenstolz und die große Dankbarkeit an das ganze Team, damit sie uns so gut unterstützen und alles machen, und die langen Arbeitszeiten
schlaflosen Nächte dahinter, damit das Auto jetzt dasteht und wir es präsentieren können. Ja, ich kann dem Christoph nur zustimmen. Also es ist wirklich sehr toll zu sehen, was so ein Team doch nur aus unter Anführungszeichen aus Studenten, noch nicht fertig im Studium, manche sogar im ersten Semester, wirklich auf die Beine stellen können. Und ich bin wirklich auch sehr stolz auf unser Team. Ohne euch wäre das nie möglich gewesen, ohne die vielen schlaflosen Nächte. Vielleicht, ja, die kann man, man kann das vielleicht verbessern, dass man nächstes Jahr auch untertags oder sowas arbeitet mal. aber ich glaube, es ist jeder so motiviert, dass er auch schlaflose Nächte fürs Team investiert. Und ja, ich bin sehr stolz auf euch. Danke für eure Arbeit. Fabio, jetzt hat die Entwicklung des Edge 13 schon vor über 2 Jahren begonnen, dadurch, dass der Edge 12 über 2 Saisonen fertig wurde. Was war damals das grundlegende Konzept? Was wolltet ihr mit diesem Auto machen? Ja, der Edge 12 war ja noch Heckantrieb und für uns war dann der nächste Schritt, haben wir uns gedacht, ja, wir machen Allradantrieb. Und Allradantrieb zieht aber sehr viel nach sich. Wir haben durch die 4-Radnabenmotoren und nicht nur 2 wie beim Edge 12, haben wir ein neues Monocoque fertigen müssen und entwickeln natürlich auch. Wir haben 2 Inverter statt 1 Inverter drinnen, wir haben unser Fahrwerkssystem anpassen müssen, wir haben durch ein neues Monocoque haben wir unser Aerodynamikpaket anpassen müssen. Also es ist beim Edge 13 ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben und an und für sich haben wir so gut wie keinen Teil vom alten übernommen. Also ich glaube, der Quick Lock vom Lenkrad ist eines der einzigen Teile, die wir übernommen haben, sonst ist wirklich so gut wie alles neu. Genau. Da habt ihr ja einiges vorgenommen, oder? Auf jeden Fall. Ja, Christoph, ihr habt gesagt, ihr wolltet viel ändern. Jetzt seid ihr am Anfang vor nichts gestanden. Ein leeres Blatt Papier. Wo fängt man an, sein Auto zu entwickeln? Zuerst nehmen wir natürlich den Grund her, was wollen wir verbessern, wo wollen wir performen. Natürlich das Wichtigste, wie es immer ist, Performance ist immer Nummer 1. Somit haben wir dann begonnen mit, wie können wir die Performance verbessern. Das ist natürlich durch den Allrad, ergibt sich mehr Möglichkeiten. Dann, wie kommen wir dazu, ist dann die zweite Frage gewesen. Natürlich begonnen eben mit dem Allrad, dann wo können wir welche die Hauptkomponente verbauen, wie zum Beispiel den Inverter, den Akkumulator bzw. die Motoren. Und um das hat sich dann das ganze Mono entwickelt. Und mit dem Wissen, dass wir möglichst schmales Mono haben wollen und möglichst effektives Aero-System haben wollen, haben wir es halt dementsprechend das ganze Packaging dementsprechend angepasst. Ja, Fabio, jetzt haben wir schon gehört, Entwicklung, wir haben schon das Wort gehört, Fertigung. Ich glaube, das sind so die 2 Phasen, die man eine Saison aufteilen kann. Man beginnt mit der Entwicklung und schließt ab mit der Fertigung. Wann war denn dieses Jahr ungefähr so der Wechsel von der Entwicklungsphase in die Fertigungsphase? Also dadurch, dass die Entwicklung vom Fahrzeug eigentlich im Oktober schon so gut wie abgeschlossen war, haben wir nicht mehr viel zu entwickeln gehabt. Ein paar Monate waren es trotzdem noch und dadurch haben wir dann im Dezember 2021 haben wir dann mit der Fertigungsphase langsam gestartet und haben nach Fertigern gesucht, was dann leider ein bisschen länger gedauert hat, als wir gehofft hätten. Aber jetzt ist Gott sei Dank die Fertigungsphase abgeschlossen und wir haben jetzt nach ein paar Monaten ein fertiges Auto dastehen. Jetzt in der Entwicklungsphase kann man sagen, entsteht das Auto in den Köpfen der Mitglieder und in der Fertigungsphase entsteht das Auto in der Realität. Da frage ich mich, was ist deiner Meinung nach die spannendere Phase? Also ich muss dazu sagen, ich habe das Auto übernommen, wie die Entwicklung eben fast fertig war. Also bei der Entwicklung habe ich nicht mehr so viel beitragen können. Aber es hat natürlich beides seine Reize. Bei der Entwicklung kann man seine Ideen einfließen lassen, man kann ein bisschen kreativ sein, man kann alles machen, was man will sozusagen, wenn einem keine Grenzen gesetzt werden, was natürlich super ist.
Und der Vorteil von der Fertigungsphase war für mich, dass ich in die Fertigung wirklich Einblick bekomme, auf was man achten muss, um ein Teil zu fertigen, was Schwierigkeiten sind bei der Fertigung. Genau, man bekommt super Connections zu Firmen und bekommt wirklich einen Einblick in die Industrie, wie das wirklich abläuft, worauf man achten muss, auch alleine mit Kontakt mit zum Beispiel Geschäftsführern von Firmen. Da hat man doch am Anfang ein bisschen Bammel, aber das kann man dann auch ablegen nach einer Zeit. Also ja, für mich ist natürlich die Fertigungsphase spannender gewesen, aber ich glaube, es ist beides wirklich sehr spannend. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das haben auch alle im Team so mitbekommen. Es fängt nicht nur die Saison im Dezember an und sie hört auch nicht im Dezember auf, sondern die ganze Saison ist extrem spannend. Jetzt frage ich dich, Christoph. Die ganze Fertigung, die ganze Entwicklung, das ist ein fließender Verlauf. Es entsteht immer mehr, es kommt immer was dazu. Gab es da aber trotzdem möglicherweise einen Punkt, wo du realisiert hast für dich, hey, das Auto, das steht jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr nur in unserem Kopf, das ist nicht mehr nur am Computer, sondern das ist jetzt wirklich da? Also den Punkt würde ich dann unterscheiden in die mechanische Phase und die elektrische Teile. Bei der mechanischen war das erste Moment, wie das Tooling für das Mono laminiert worden ist. So ist das erste Eindruck entstanden, es kommt tatsächlich es wird ein Auto entwickelt. Dann natürlich, als das Mono da stand, fix fertig, war das erste Moment, wo man wirklich sagt, okay, wir bauen es jetzt tatsächlich und wir müssen jetzt wirklich fertig werden. Bei der elektrischen Seite war es ähnlich, zuerst einmal die ganzen elektrischen Komponenten, also die PCB-Leiterplatten, Fertigung, alles einzeln, mit Prüfen, mit Testen, war mal der erste Überblick und so grobe Antastung, dass wir ein Auto bauen. Aber als wir den Kabelbaum und alles fixfertig zusammenbauen und die Zusammenarbeit, die ganze elektrische Systeme gesehen haben, war es die Realisierung, wir bauen tatsächlich ein Rennauto, das jetzt bald fahren muss. Ganz genau, das Auto muss fahren. Und dazu muss man sagen, egal welches Racing-Team Sie auf der ganzen Welt fragen, die Fertigungsphase, die ist immer mit Problemen verbunden. Wir haben einige befreundete Teams hier heute zu Gast, die können Sie selber fragen dann, es ist bei allen Teams gleich und natürlich war es auch bei uns nicht anders. Und da frage ich dich, Fabio, was war das Teil, woran du dir am meisten den Kopf zerbrochen hast diese Saison? Also mechanisch war es auf jeden Fall das Monocoque. Es war doch vollkommen neu entwickelt. Wir haben nicht gewusst, was für Probleme auftreten werden in der Fertigung. Wir haben sehr viele schlaflose Nächte verbracht, die diversen Formen oder auch das Monocoque selber zu fertigen. Einige Köpfe haben ziemlich zu rauchen begonnen, dass sie Ideen für Probleme bekommen. Also das Mono hat uns einige Zeit nicht wirklich gut schlafen lassen. Aber jetzt haben wir es Gott sei Dank fertig da. Christoph, vielleicht von der elektrischen Seite, was war da das größte Problemkind, kann man sagen? Ich würde nicht sagen, das größte Problemkind, aber mitunter die größte Herausforderung, der Akkumulator. Da wir jetzt doch ein neues Konzept entwickelt haben, oder mitunter überarbeitet haben, und mit den Schweißen immer wieder mitunter Probleme, die wir immer lösen haben müssen und diverse Aspekte zum Einzelnen ist, da ein sehr großes Zusammenspiel vom Mechanischen zum Elektrischen ist und das halt immer nicht so einfach ist, würde ich sagen, der Akkumulator. Okay. Ja, diese Probleme haben wir, wie wir sehen können, dadurch, dass das Auto steht, bravourös gemeistert. Und wir haben jetzt über Probleme geredet, aber man muss trotzdem sagen, der Großteil der Saison, da bleiben einem immer nur die schönen Erinnerungen im Kopf. Was sind denn, Christoph, deine schönsten Erinnerungen von dieser Saison? Also das müsste ich sagen, das vor kurzem war das VSV, das Vehicle Status Video, wo wir das erste Mal oder das Edge wirklich fahren haben lassen. Das waren schlaflose Nächte für viele von uns, wo ich auch wieder großen Dank an vieles dazu sagen muss, aber es hat uns als Team wieder sehr gut zusammengeschweißt, die komplette elektrische mit der mechanischen Seite, damit wir tatsächlich das Auto zu einem fahrbaren Auto zusammengebracht haben. Fabio, vielleicht von dir, was war dein schönster Moment dieser Saison? Also für mich war es der Zusammenbau vom Fahrzeug, der endgültige Zusammenbau vom Fahrzeug vor dem Rollout.
Da hat man wirklich dann gesehen, okay, die Teile kommen wirklich dran und überall, wo man vielleicht sich den Finger geschnitten hat, an einer Harzkante oder sowas, oder wo man sich den Schädel angehaut hat, ist alles aufs Fahrzeug gekommen und es wird zu einem ganzen Fahrzeug. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch die Teamarbeit von einigen, die wirklich sehr viel Zeit reingesteckt haben in das Fahrzeug, hat mir auch sehr gut gefallen und das war wirklich das Schönste in der Saison bis jetzt. Ja, jetzt haben wir gehört, wie die Saison war. Ich habe gesagt, es gibt die Entwicklungsphase, es gibt die Fertigungsphase, aber das war noch nicht die ganze Geschichte. Nämlich jetzt kommt der fast wichtigste Teil, und zwar die Eventsaison. Und da frage ich euch, was sind die Ziele für die diesjährige Eventsaison? Mal beginnen haben wir uns ganz am Anfang von der Saison zusammengesetzt, das gesamte Leitungsteam, und haben genau diese Frage uns selber gestellt. Was sind unsere Ziele? Das sind auch teilweise direkt im Team, dass wir besser Zusammenarbeit haben, dass wir Deadlines einhalten, dass wir wirklich gut zusammenarbeiten können, dass wir bei den Bewerben einfach gut performen. Das ist beinhaltet zum Beispiel eine gute Vorbereitung vor dem ganzen Event. Ja, genau, ich kann dem Christoph nur zustimmen. Und wir haben uns auch die Ziele gesetzt. Wir haben uns keine Platzierungen jetzt wirklich gesetzt, sondern eher Ziele, woraus dann automatisch gute Platzierungen resultieren sollten. Sondern zum Beispiel, dass wir die technischen Überprüfungen bei den Bewerben alle bei dem ersten Mal schaffen wollen, damit wir möglichst wenig Zeit damit verschwenden. Und dadurch eben auch eine gute Vorbereitung forcieren innerhalb des Teams. Genau. Und auch kleinere Ziele natürlich, auch zum Beispiel, dass wir keine Ausdrucke mehr während dem Bewerb machen, zum Beispiel für die statischen Bewerber. Das war letztes Jahr ein größeres Problem, dass man da noch eine Druckerei findet, die das innerhalb von einem Tag drucken kann. Aber ja, es ist, ja, die Ziele halten wir hoffentlich alle jetzt diese Saison ein, was auch ein großes Ziel für uns. Was haben wir gesagt? Es gibt kein Hoffentlich. Es gibt kein Hoffentlich. Die Ziele halten wir ein. Ganz genau. Vielen Dank für diesen Einblick in die letzte Saison. Ein großer Applaus nochmal für Fabio. Jetzt haben Sie schon viel über die vergangene Saison gehört, aber man will das Tailwind Racing, man will Tailwind Racing mit allen Sinnen erleben. Und damit Sie auch ein bisschen was davon sehen können, haben wir ein kleines Video für Sie gekauft. Aber bevor wir das Auto enthüllen,
darf noch eine Person die Bühne überlassen, ohne die das Team nicht das wäre, was es ist, ohne die dieses Auto jetzt sicher nicht da stehen würde, ohne die letzte Saison nicht so gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist. Bitte den größtmöglichen Applaus für unsere Teamkapitänin Lisa Wittmann. Ich bin nicht das ganze Team, ich wäre auch nicht da ohne den ganzen Leuten und besonders das Auto wäre nicht da ohne den ganzen Leuten. Also das ist ganz klar. Worüber heute schon geredet wurde, wir sind knapp unter 100 Leute, die an einem Rennauto gemeinsam arbeiten. Was allerdings noch nicht thematisiert worden ist, ist, dass eigentlich drei Viertel davon noch nie ein solches Rennauto überhaupt selbst zusammengebaut haben oder in einer Fertigungsphase dabei waren. Es war durch die Corona-Pause, mehr oder weniger, haben wir den H12 letzte Saison geerbt sozusagen, mit dem wir eigentlich hauptsächlich auf der Teststrecke waren, noch die letzten Fehler ausgebessert haben, damit er richtig zuverlässig läuft. Aber wirklich in der härtesten Phase, würde ich behaupten, dabei in der Fertigungsphase waren noch nicht viele. Und also ich selbst auch nicht. Und das ist doch nochmal ja, was ganz Eigenes, was man da erlebt, wie man zusammenwächst, wie alle wirklich mithelfen müssen. Die Saison hat bestanden bis jetzt aus vielen Arbeitstagen, bei denen wirklich Leute aus allen Modulen dabei waren. Also da wird der Social Media Verantwortliche beim Heckflügel laminieren dabei sein und da wird die Sponsorship-Leiterin Platinen löten. Also, und natürlich genauso bei den technischen Modulen der Austausch. Es ist wirklich, wirklich ein Teamprojekt, ein Gemeinschaftsprojekt. Es waren, wie wir schon gehört haben, einige Nachtschichten dabei. Gehört fast dazu bei der Formula Student, muss man sagen. Wir sind ja noch jung, wir halten es Gott sei Dank noch aus. Es gab einiges an spontanem Einspringen. Also wenn es mal wieder heißt, hey, ich brauche morgen um 5 Uhr in der Früh jemanden, der nach Oberösterreich zum Autografen fährt. Dann ja, finden sich Gott sei Dank auch Leute, die so spontan sich zu einer wirklich ungemütlichen Zeit das Herz fassen und aufstehen und das Ganze ja, über die Bühne bringen, damit wir ein solches Auto dastehen haben. Wir hatten auch schon das erste große Erfolgserlebnis, würde ich behaupten, schon Ende Jänner, bei den Qualifikationen für die Gewerbe, also bei unseren Blues-Quizzes, wo wir sozusagen einen Tag lang im 2-Stunden-Takt für jedes Event, das wir, also am Red Bull-Ring, am Hockenheim-Ring und so weiter, das wir absolvieren, wo wir gegen alle Teams auf der Welt eigentlich antreten und uns ja, messen müssen bei mechanischen Aufgaben, elektrischen Blues-Fragen, damit wir überhaupt die Chance haben, mit einem solchen Auto an einem Bewerb teilzunehmen. Dafür haben wir uns wirklich ausgiebig 2 Monate lang vorbereitet und dadurch dann echt ein super, super Ergebnis geschafft, bei dem wir uns für eigentlich alle Bewerbe qualifiziert haben, wo wir dann das Glück hatten, wirklich auswählen zu können, wo wir überhaupt hinfahren möchten, was nicht Selbstverständlichkeit ist. Also auch dafür nochmal ein großer Dank an das Team. Von der ganzen Arbeit gehört natürlich, aber wie wir immer wieder hören, auch der Spaß dazu. Also egal, ob es die Mario Kart oder SingStar-Meisterschaft in der Halle ist. Es gab endlich wieder Spitzerstände für Recruiting-Zwecke auf der TU. Wir konnten endlich wieder Besuche machen bei Sponsoren, Hallenführungen, bei Sponsorenführungen in der Fertigung, bei ihnen, wie unsere Teile wirklich gefertigt werden, wo ein kleinstes Teil stundenlang bearbeitet wird, wo man sich dann denkt, oh je, tut uns leid. Und auch auf vielen Messen waren wir wieder vertreten und konnten endlich wieder das ganze Projekt, über das wir leidenschaftlich gerne reden, auch wieder irgendwie an die Leute bringen und ein bisschen den ja, Spirit weitergeben.
lange reden. Für mich das Fazit war eigentlich, die Saison fliegt vorbei, wirklich wortwörtlich. Es ist jetzt Ende Juni. Wir haben am Ende jetzt wirklich ein Auto dastehen und in dem ganzen Fluss von Arbeit, To-Dos, das muss noch gemacht werden, das muss gemacht werden, da ist die Deadline, hat für mich diese Saison einen Moment gegeben, bei dem ich wirklich ja, ein bisschen auf das große Ganze auch schauen habe können. Und das war beim schon thematisierten 15-Jahre-Interview mit unseren Teamgründern, wo ich gemeinsam mit meinen Kollegen vom Marketingmodul praktisch zugesehen habe, wie es aufgezeichnet wurde. Und ja, wenn da so die Geschichten erzählt werden von, ja, damals, wir haben das gehört auf der Uni, dann ist man da halt hingefahren und dann hat man sich gedacht, so ja, machen wir das, ist komplett surreal für einen selbst, wenn man dazu hört, weil das, was damals so ein kleines Ding war, ist für viele von uns der Lebensmittelpunkt, der Ort, an dem man mit den Freunden zusammensitzt. Ich glaube, es gibt viele, die ja, seit langem an einem Freitagabend nichts anderes mehr gemacht haben, als in der Werkstatt zu sein und dort einerseits zu arbeiten, andererseits aber natürlich auch mit den Freunden die Zeit zu verbringen. Also das macht es wirklich einzigartig und ich hoffe auch für euch alle, dass ihr heute vielleicht mal den Schritt zurücknehmen könnt, auf das Auto schauen könnt, auf die Leute schauen könnt und euch wirklich denkt, boah, geil, das haben wir geschafft. Ihr steht da und ohne jeden Einzelnen von euch und jede Einzelne von euch wäre es wirklich nicht möglich. Also lasst euch heute auch ein bisschen feiern. Ja, und in dem Sinne obliegt mir eh die Ehre, unser ganzes großes Team Ihnen vorzustellen, bevor wir dann wirklich zum Höhepunkt des Abends, nämlich der Enthüllung, kommen. Und somit würde ich als erstes auf die Bühne, auf den Bühnenbereich bitten. Ja, mein engstes Team sozusagen, ohne die ich jetzt wirklich, wirklich nicht geschafft hätte, diese Saison. Mit mir in der Teamleitung Nico Hörtler als technische Projektleitung, Christoph Neuwirth als elektrischer Leiter und Fabio Gabriel als mechanischer Leiter. Würde das Ganze natürlich einerseits nicht so cool ausschauen, andererseits nicht so viel Performance auf die Strecke bringen, ohne unsere liebe Truppe von der Aero unter der Leitung von Hannes Medibus. Haben wir Alexander Beckert, Peter Kovac, Christian Hubig, Zihan Karaslan, Lukas von dem gesamten Team geflossen sind, unter der Leitung von Philipp Czachor, das Chassis-Modul. Des Lageraufbaus und absolut aller Gebrauchteile eigentlich im Auto und am Auto ist unser Composites-Modul unter der Leitung von Emanuele Gioia, Philipp Link, Maximilian. Damit sich das Ganze auch im ersten Schritt zumindest
unter unsere Hilfe fortbewegt und das Ganze rollt und dann auch auf der Strecke fährt, ist unsere Suspension Crew immer dafür da, dass der Edge auf Rädern steht. Und noch vieles mehr natürlich. Unter der Leitung von Gavin Mindteufel, Slam and Soul, Felix Galter. Fortbewegen gibt es dann von unserem Akku unter anderem und für die Accumulator Structure, also den mechanischen Teil, um den kümmern sich unter der Leitung von Christoph Sanyai, Lorenz Steinbauer, Valentin Santol und Martina Makunovic. Sind wir eh schon beim Moonwool Powertrain, nämlich unter der Leitung von Raphael Fuchs-Robertin, Florian Führer, Christopher Stadler, Darius Bollerisch, Tobias Bollerisch. Es gibt nämlich natürlich auch unser eigenes Electronics-Modul unter der Leitung von Markus Panther, Jakob Riedler, Leon Zapletal, Christoph Neuders. Wird der Edge nicht nur von uns angeschoben und angetrieben von Akku und Motoren fahren, sondern er wird sich auch ganz ohne Fahrer fortbewegen, nämlich dank unseres Driverless-Moduls unter der Leitung von Finn Benke, Musa Zakin, Alexander Genzer. Fahrzeugregelung und Fahrzeugdynamik auf der Strecke kümmert sich unser Vehicle Dynamics Modul unter der Leitung von Simon Klocker mit Benedikt Bayer, Ulrich Spies, Alexander Eder. Das ganze Auto wäre ja nur eine Entwicklung am Computer, wenn wir es nicht schaffen würden, das Ganze auch wirklich in ein physisches Produkt umzuwandeln. Und darum kümmert sich zum ganz besonderen Ausmaß unser Sponsorship-Modul unter der Leitung von Anna Sacconi mit Chiara Kurz, Maximilian Arzberger, absolut überlebenswichtig für uns. Deswegen danken wir hier unter der Leitung von David Fatakke, dem Finances-Modul, mit Martin Wagen. Damit Sie alle heute hier sein können, damit wir einen so coolen Social-Media-Auftritt haben, und vor allem auch ein so schön designtes Auto, kümmert sich unser Marketing-Modul um alles unter der Leitung unseres Kameramanns Fabian Hörler mit unserem anderen Organisator Jan Kotloschek, Elisabeth Geismann, Elena Martin.
sich auch jemand um alle Mitglieder kümmern und um die Einführungsphase für alle, die neu dazukommen, dass da doch ein paar ja, wichtige Dinge gibt, die man am Anfang mitnehmen sollte. Und darum kümmert sich neben mir vor allem die Sarah Lindtritt darum. Er steht zwar schon irgendwo auf der Bühne, aber wir werden natürlich IT-technisch komplett aufgeschmissen ohne unseren lieben Jakob Riedler. Also da dafür auch nochmal danke. So, jetzt stehen hier ja nicht ganz 90 Leute, aber im Herzen doch 90 Leute. Und trotzdem ist es nicht nur unser Auto, es ist auch euer Auto und ihr Auto mit allem, was innerhalb der Saison geleistet wird, ob es wirklich Fertigungsleistungen sind, ob es Material ist, das gesponsert wird, ob es emotionaler Beistand ist, der gesponsert wird, wenn mal wieder ja, einfach sehr viel passiert. Also danke auch nochmal vom ganzen Team an alle, besonders auch, dass ihr euch nochmal die Zeit nehmt und wirklich hier seid und mit uns das Ganze feiert. Ja, und in dem Sinne bleibt mir eigentlich nur mal eins zu sagen, oder zu schreien fast. Motoren, wieder komplett selbstentwickelt, das erste Mal seit Jahren.
wieder neue Motorenentwicklung komplett bei uns, von uns gefertigt, natürlich auch bei unseren lieben Sponsoren, die uns da tatkräftig unterstützt haben bei jedem Entwicklungsschritt. Ist, glaube ich, was ganz Anständiges dabei rausgekommen. Vier Motoren eben, die verbraucht werden, alter Auto, mit Leistung von, soll ich jetzt richtig umsagen, 20 kW, nein, 30 kW bei einem Drehmoment von 20 Newtonmetern. Verbunden mit einem ebenso neu ausgelegten Getriebe. Das Ganze, wir haben heute schon öfter vom Monocoque gehört. Das Ganze Monocoque, man sieht es auch, recht schön geformt, das Ding. Auch komplett neu ausgelegt, muss natürlich doppelt so viel beherbergen wie vorher. Sind jetzt zwei Inverter, die in dem Auto verbaut sind. Ist natürlich auch wieder ein Akkumulator drin. Übrigens auch ein Fahrer, der auch in diesem Monocoque sitzen wird, mit allen möglichen Sicherheitseinrichtungen. Genau. Komplett neu ausgelegtes Monocoque. Ich glaube, ich sieht man auch ganz schön den Unterschied, vielleicht jetzt, wenn man dann da vorne steht, zwischen vorheriges Auto und neuem Auto. Alles neu. Begleitet wird das dann natürlich auch noch von einer recht fashion Aerodynamik, die auch komplett neu ausgelegt worden ist, natürlich rund um das neue Monocoque gebaut. Wir erwarten uns davon 30% mehr Downforce gegenüber dem Vorjahr, eben ein komplett neues Unterbodenkonzept auch. Das Ganze bildet ein recht fesches Auto, das übrigens auch wieder Elektronik drin hat, haben wir heute auch schon gehört, die auch komplett neu ausgelegt mit einem neuen Coverbaum-Konzept, konzentrisch Twisted Cables für die Elektronik reinschwitzen. Genau, und wenn wir schon beim Elektrischen sind, manchen wird es vielleicht aufgefallen sein, da unter dem T-Saal, so heißt dieses grüne Licht, ist eine Kamera montiert und das ist nicht etwa unsere neue Kamera, um das Fahren aufzuzeichnen, sondern es handelt sich um eine Stereo-Kamera, die dem Driverless-Modul dabei hilft, den Edge 13 autonom fahren zu lassen. Das wird verlangt von Formula Student, vor allem aus Germany, von der Automobilindustrie. Wir gehen diesen Schritt mit und heuer fahren wir zum ersten Mal driverless. Das erste Mal driverless seit 5 Jahren. Prinzipiell ganz gut, können wir schon lange drüber weiterreden. Werde ich nicht tun. Ich glaube, wir reden im Detail dann beim kalten Getränk drüber. Marco, bitte. Danke, Nico, für diese schnelle Vorstellung. Wie gesagt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, alle unsere Teammitglieder brennen nur, dass sie alles über das Auto erzählen können. Und ich hoffe, Sie werden auch noch die Zeit dazu haben. Ich hoffe, Sie bleiben noch auf ein, zwei Getränke, möglicherweise noch für die Afterparty im Anschluss hier in To The Sky. Genießen Sie den Ausblick, genießen Sie dieses tolle Wetter, genießen Sie diesen tollen Raum.